Hallo liebe Freunde, damit begrüße ich euch zu einem weiteren Projekt hier bei uns und ja, es ist aber diesmal nicht von uns, sondern ich bin Gast bei einem Projekt und zwar heißt das Vasu, wie ihr hier sehen könnt. Ich werde da auf den Server auch gleich drauf joinen, weil ich werde einfach jetzt schon drauf joinen und ja, ich glaube 16 Leute sind da dabei, genauso groß wie der Server ist und mit mir dabei ist die Trissi. Genau, hallo. Die hat jetzt schon ein paar Folgen aufgenommen. Ja. Ich weiß bloß nicht, wie viele. Vier. Vier Stück. Das ist meine erste Folge hier. Und wie ihr seht, ich habe mal ein anderes Texture Pack. Und zwar ist das Flows HD. Keine Ahnung, was es ist. Es hat mir einfach am besten gefallen von allen. Und ich habe noch einen Shader reingepackt. Mal gucken. Eigentlich würde ich gern am Tag mit dem Zeus spielen. So, weil das seht ihr mal hier, was Minecraft alles von sich gibt. Oh, wie in echt. Aber was mich halt an dem Shader aufregt, die Blätter wackeln nicht. Mal gucken, was ich da noch ändern kann, ob ich vielleicht die Packs umändern kann, dass auch die Blätter wackeln. Und es ist nicht ganz, also Vasu heißt Vanilla Survival, aber ich spiele nicht ganz mit Vanilla, denn ich habe glaube 18 Mods installiert und eine der wenigen ist hier Animated Player, wie ihr hier an dem Schatten seht. Werdet ihr auch gleich nachher bei Trissi noch sehen. Das heißt, das ist halt einfach nicht der ganz normale Spieler, wie er sich bewegt, sondern ich könnte auch Wände hochkrabbeln, glaube ich, und sowas. Ja. Das geht, glaube ich, alles. Und das Sneaken sieht cool aus, das Fallen sieht cool aus. Und was habe ich sonst noch drauf? Ich weiß gar nicht. Ach, das kann ich einfach mal. Too many items. Ich habe eh keine Rechte. Da oben, wie ihr seht, hat schon jemand drauf gebaut. Und ich werde jetzt in der Stadt oder irgendwo. Ich bin noch im Spawn, ich werde aber nicht die Druckplatte verwenden, sondern ich werde hinlaufen. Okay, das habe ich nämlich auch gemacht. Und ich werde erstmal ein bisschen Holz farmen. Oh, was ist denn das? Oh, wenn ich das Holz kloppe, das sieht mir, oh, das gefällt mir auch nicht. Das hier, oh shit, das gefällt mir ja gar nicht. Mach ich doch mal den anderen Shader rein. Jetzt waren sie auf lieb und fragen dich, ob du irgendwas brauchst. Ich ignoriere die jetzt einfach. So. Das ist mir jetzt scheißegal, was die sagen. Ich mache mir jetzt erstmal ein Axt. Creeper. Das war auch wieder perfektes Deutsch. Ich mache mir jetzt mal ein Axt. Ja. Ein Axt. Mein Deutsch ist auch nicht viel besser. So, ich verpiss mich jetzt hier erstmal aus der Höhle und laufe jetzt in die Stadt. Ach ja, genau. Also Trissi hat ja schon aufgenommen, wie gesagt. Und ja. Wir haben ausgemacht, dass wir Häuser in der Nähe von der Stadt bauen, also da, wo eigentlich jeder hinbaut. Aber ich glaube, dass ich mich jetzt einfach entscheide, nicht in die Stadt zu gehen, sondern ich mich auf den Berg verpiss und da an mein Haus baue. Ja, obwohl, es ist ja nicht so wie bei uns an der Season. Da haben wir das Plugin. Das habe ich eigentlich. Das Lift-Plugin drauf. Aber das hier. Wird hier auch drauf gemacht. Nein, wird nicht. Die wollen kein Plugin drauf machen, weil schon schwer sind nicht mehr Vanilla Survival. Hat nicht. Ach ja, geil. Nee, der wollte den Lift bauen, also mit Kolben mit, und so. Ja, weiß ich schon. Und ich hoffe, dass mich jetzt einfach niemand hinzugefügt, denn hier sind noch zwei andere, die gerade aufnehmen. Und die haben schon 16 und 14 Tode. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen. Keine ich Ahnung. Auch nicht. Also ich bin jetzt einmal gestorben und das wirklich nur, weil ich einfach Hunger hatte. Und also bei mir steht die 4, weil ich vorhin getestet habe mit den Shadern und mit der Aufnahme und alles, ob das passt. Und da war halt bei dem Zeus, war halt bei den Älteren ging das bei mir nicht, da war so ein Fehler oder so ein Bug. Da habe ich halt die Monster nicht gesehen, da wurde ich halt ein paar Mal gestorben. Da bin ich halt ein paar Mal gestorben. Deutsch. Ja, perfektes Deutsch. Und natürlich wie dabei ist immer diese Hexit-Anzeige, die Lebensanzeige, links unten die Werkzeuganzeige, das ist alles dabei. Das nehme ich alles mit. Denn ohne das könnte ich eigentlich schon gar nicht mehr. Weil dann benutze ich das Item, bis da nur noch ein Leben dran steht, weißt du? Und dann repariere ich es erst. So, also erstmal ausrüsten. Also ich hau jetzt endlich mal hier aus der Höhle ab. Ich muss mich erstmal an die Texturen gewöhnen, weil so viel Spielstunden habe ich jetzt damit noch gar nicht. Überhaupt eine Stunde schon?
Mit dem Texture Pack? Nee, ich hab's ja vorhin erst ausgetestet. Ja, okay. Aber ich find's gut, die Bäume sehen echt gut aus, also sehr real. Mit welchem spielst du jetzt? Ich spiele jetzt mit dem Flows HD. Okay. Resource Pack. Oh, die Äpfel sehen auch cool aus. Hast du Essen? Ich habe ein Steak. Oh. Soll ich mal Samen mitnehmen? Wäre relativ gut. Ich glaube, ich sprinte mal nicht. Also ich sprinte dauerhaft, ist mir egal. Und vielleicht werde ich auch mal ab und zu noch mit jemand anders aufnehmen, aber das, da muss ich mich erst noch entscheiden, wie ich das mache. Jo. Bei mir Weil genauso. das sind manchmal. Oh, ich hab ein Schwein. So. Weil zum Beispiel sind auch ein paar Kitties dabei. Und ja. Und ich glaube, Hörte ich manche hinaus ein vorhin, schlechtes was? Mikro. Manche hinaus ein schlechtes Mikro. Und Ja. Und vor allem hat sich Juli gerade vorhin voll in der Konfi aufgeregt, so richtig nice. nee, ich doch nicht. Nee, du doch nicht. Hast du noch nie aufgeregt? Nee, Und ich meine und Kopfhörer aufregen. bleiben nicht drin. Also Ich höre Kuh. die Leute, die mich kennen, also ich reg mich nie auf. Genau. Was habe ich denn da? Was ist denn das? Ah, ein Vor Sapling, allem okay. nicht, wenn du in MW2 stirbst. Da bleibst du immer voll. Hä? Ist draußen dunkel? Draußen? Nee, draußen ist total hell. Ja, das ist gut. Und Übrigens, ich... was ich ja gut finde, ich kann ja mit Shadern selbst da noch flüssig aufnehmen. Also Trissi hat mir gerade erzählt, dass sie keine Shader mag. Hat mich ein bisschen geschockt. Ja, keine Ahnung, ich liebe eher so unrealistische Sachen, so mein Deckspeck, das ich jetzt halt auch verwende. Gefällt mir irgendwie. Aber mal gucken, vielleicht gebe ich dir nachher mal den Zeus-Shader und dann muss ich mal gucken, wie das am Tag aussieht. Weil das sieht echt wie. Es sieht wie in echt aus und der Regen. Das sieht aus. Weißt du, da wird es richtig diesig. Das sieht echt geil aus. Und zum Beispiel jetzt merkt ihr, da in der Nacht, da ist der Zeus-Shader einfach viel, viel, viel zu dunkel und das möchte ich halt umändern. Deshalb, ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganze Zeit zwischen den Shadern hin und her wechseln soll, aber es kommt ja auch scheiße. Ja, musst du dann selbst entscheiden. Oder ob ich doch bei dem anderen Shader dann bleib. Bin jetzt mal gespannt, ob ich überhaupt das Blatt wiederfinde. Ich farm hier gerade am Spawn das ganze Holz weg. Nice. Koordinaten minus 300 und... Ich hab so... Ich kenn mich bei den Koordinaten nicht aus. Und Trissi hat, glaube ich, schon eine Eisenrüstung für mich, hat sie gesagt. Genau. Also wir Weil... werden, also Krieg ist, glaube ich, erlaubt, also Ja. schlagen. Aber man muss die Sachen dann liegen lassen. Und was ist noch? Also die ganzen Teilnehmer sind unten in der Beschreibung verlinkt. Oh, Creeper, Creeper. Oh, Creeper. Oh, ich war so ein Mini-Zombie. Oh. Mir in der Höhle auch entgegengekommen. Jawohl. Hey, habe ich jetzt ins. Warte, jetzt bin ich gespannt. Habe ich den Zeus Shader oder den anderen? Nee, ich habe den anderen. Da ist ein Creeper. Ah, ich habe. Oh Gott, ich habe Diff auf Disco. Oh Gott, warte, wenn ich jetzt da reinkomme, da ist direkt ein Creeper. Ah, Mama! Ja, der ist nicht mehr da. Der ist echt nicht mehr da. Jawohl. Ich würde jetzt gerne mal. Ich wollte gerade den anderen Shader reinmachen, dass ihr das mal seht. Hier. Den Zeus Shader. Leute, man sieht gar nichts. Ja. Deshalb muss ich mal schnell wieder den. Ah, das ist der falsche. Den da drauf. Weil das sehe ich wenigstens etwas. Und vor allem nachts. Und ich glaube, wenn's. Aber wenn es jetzt nachts regnen würde, dann würde der Shader genauso nicht gehen. Deshalb werde ich jetzt da zumindest bis zur nächsten Wasu-Aufnahme mal ein bisschen rumtesten, mal ein bisschen Jonas fragen, weil der kennt sich damit aus. Und dann, ja. Alter, hier sind so übelst viele Tiere. Es ist so nice. Okay, alle wegfahren. Ja, auf jeden Fall. Niemand bekommt was ab. So, ich habe doch noch einen Ei, den Apfel habe ich schon gegessen.
Hier ist eine Höhle. Aber ich weiß nicht, ob ich mich ohne Rüstung in eine Höhle traue. Doch, ich glaube. Wenn du dich nicht allzu dumm anstellst, sollte auch nichts passieren. So wie bei dir im Hardcore. Lol. Mhm. Leckt der Server? Nee. Nee. So, hier ist noch ein Baum. Ich glaube, zu dumm, um hier hochzuspringen. Also ich habe jetzt fast 2 Stacks Holz. Das ist sehr gut. Ich werde jetzt einfach noch die Axt kaputt machen. Also ich bin auf jeden Fall in der Folge noch zu Hause. Das ist sehr, sehr schön. Achso, du warst ja auf Rohstofftour. Genau. Oh, wie ich einfach nichts sehe. Aber liebe Freunde, mal auf die Koordinaten gucken, damit ich hier nicht Scheiße baue. Aber liebe Freunde, wenn ich eine Fackel habe, ist alles gut, denn ich habe auch noch Dynamic Lights. Also ich habe für alles vorgesorgt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du überhaupt mit einem Mod spielst, ja mit Optifine wahrscheinlich. Nee, nicht mal das. Nicht mal das? Nee, ich habe gerade komplett Vanilla. Oh Gott, ach Gott. Also ohne Optifine könnte ich wahrscheinlich gar nicht. Ich bin eigentlich auch voll gewöhnt hier zu zoomen, aber... Ja, in Hexit, weil ich drücke immer Steuerung und denk so, scheiße, da passiert ja nichts. Du bist ja ein Hexit. Ich bin wieder komplett falsch gerannt, Alter. Ich bin so dumm. Ja, der ist schon wieder tot, das kann nicht sein. Gott, ach Gott. Können die sie sich nicht mal eine Dings hier anschaffen, eine Rüssi oder so? Ich weiß nicht. Also so ein wirkliches... Wir haben nach einem Ziel gefragt, aber... Gibt's nicht. Nee. Alter! Jetzt ist der Typ hinter mir. Was hat denn eine Rüssi? Gar nichts. Der andere Typ ist gerade auch wieder gestorben. Oh Gott. Boah, die sind so babbo. Die sind so dumm. Dumm ist ein Apfel. So. Alter, warum laufe ich hier so behindert? Ich müsste eigentlich schon längst in der Stadt sein. Die haben mir nichts zu sagen. Warum soll ich als erstes in die Stadt gehen? Probleme. Das ist Skelett! Oh, Skelett! Hier ist eine Hexe! Alter! Puh! Erstmal richtig Spannung. Wow, ich hab grad irgendwas gehört. 312, 400. Alter, es ist so scheiße kompliziert hier was zu finden, weil hier überall einfach Berge sind. Ja, so wie bei uns an der Season, aber da kennen wir uns ja schon ein bisschen länger aus. Ja. Übrigens bin ich in deren Season dabei, das habe ich glaube noch nie gesagt. Also da könnt ihr auf jeden Fall vorbeigucken. Der Link zu Julis Kanal ist sowieso in meiner Beschreibung. Wenn er dabei ist. Ja, manchmal auch nicht. Genau. Wie? Alter, Zombie. Ich würde so gern andere Leute töten. Mach doch. Ja, aber die haben eh nichts. Ja, eh. Die Sachen muss ich eh zurückgeben. Muss dich sogar liegen lassen. Ja. Das heißt, du musst davor gucken, was du in deinem Inventar hast. Mhm. Hast du schon Kohle? Ja, ich habe 3,5 Stacks Kohle. Ach du Scheiße. Warte, wo ist denn... Was ist denn das da hinten? Ich kenne mich mit den Texturen nicht aus. Das ist ein Skelett! Oh Gott, ach Gott. Warte, hier hat ihr... Oh! Creeper! Hier hat sich jemand voll nach unten gebaut. Hä, wo ist sehr das... intelligent. Wo ist das Skelett hin? Aber... Aber ich brauche Essen, ich brauche Essen, ich brauche Essen. Komm in die Stadt, ich kann dir vieles geben. Ich habe 20 Steaks. Bist du auf einem Berg, oder? Ich bin auf einem Berg. Hier hat sich echt jemand nach unten gegraben. Lol, die haben meinen Eingang zugebaut. Im Ernst jetzt? Mit denen verkehrt. So. Und die Kiste, alles ist weg, was ich hier hatte. Alles weg? Ja.
Das schreibe ich jetzt einmal in die Konfi. Ja, weil du darfst nämlich nichts wegmachen.